wir Montag und Dienstag jetzt erst mit der SPD, dann mit den Grünen nochmal zusammensitzen, ist diese Woche, glaube ich, in den folgenden Tagen nach dem Montag und Dienstag die Woche, bei der man mit Entscheidungen bei allen Parteien rechnen kann. Wir haben ja bei verschiedener Gelegenheit betont, dass uns daran liegt, zum Zeitpunkt der Konstituierung des Deutschen Bundestages Klarheit darüber hergestellt zu haben zwischen beteiligten Parteien über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Und es zeigt sich bei aller Enge, dass das Zeit lässt für intensive Gespräche und auch mit den Terminplanungen der anderen Parteien, was Gremiensitzungen angeht oder so, durchaus vereinbar ist. Das ist also unsere Zielperspektive, dass am 22. Oktober anlässlich der Konstituierung bei allen Beteiligten Klarheit herrscht. Und das Thema Verkehrspolitik auf dem Tisch heute? Im Rahmen von der Finanzpolitik, die wir erörtert haben, sind natürlich Investitionsbedarfe in unterschiedlichen Bereichen genannt worden. Aber das ist auch noch keine sozusagen vertiefende Detaildebatte gewesen, sondern eben unter dem Gesichtspunkt Wettbewerbsfähigkeit, Weiterentwicklung unseres Standorts Deutschland sind Investitionsbedarfe im Bereich Forschung, im Bereich verkehrliche Infrastruktur erwähnt, aber nicht, wie ich sagte, vertiefend erörtert worden. Also es hat den Hinweis gegeben von allen Seiten, dass Infrastruktur insgesamt ein großes Thema einer nächsten Legislaturperiode sein wird und alle Interesse haben, dass die Infrastruktur verstärkt ausgebaut wird. Aber wir haben gleich noch die Frage, gab es etwas, was schöner mit den Grünen war oder einfacher oder wo Sie für die SPD eher Herz erwärmen können? Können Sie es so stimmungsmäßig noch mal ein bisschen schildern? Ich denke, ich habe deutlich gemacht, dass es ein offenes, konstruktives, gutes Gespräch war, dass die Wege, da teile ich durchaus die Einschätzung von Kollegen Dobrindt, in Sonderheit bei einigen Themen weiter sind, aber es wäre jetzt ganz falsch, wenn man in beiden Fällen weitere Sondierung für die Entscheidungsfindung für geboten hält, gleichsam über Bewertung von Stimmung oder einzelnen Diskussionsgegenständen schon eine indirekte Schlussfolgerung zu ziehen, mit wem denn es sinnvoller weitergeht. Wir haben dieses Gespräch mit der gleichen Ernsthaftigkeit geführt wie das Gespräch mit den Sozialdemokraten und wir werden in der nächsten Woche beide Sondierungsgespräche mit derselben Ernsthaftigkeit und der Ergebnisoffenheit weiterführen. Es war insgesamt eine positive Atmosphäre, eine freundliche Stimmung. Wir haben das auch mit dem nötigen Ernst gemacht, weil es natürlich klar ist, es geht hier um eine wichtige Frage. Es geht nicht hier um die Frage, ob die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt eine stabile Regierung bekommt, die für die nächsten 4 Jahre hält und die gleichzeitig aber auch eine klare Agenda hat. Eine Agenda, so wie wir sie uns vorstellen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, was das Thema Gerechtigkeit angeht, was das Thema offene Gesellschaft angeht. Wir haben aber bei den Gesprächen eben auch sehr schnell gemerkt, dass wir nicht durchkommen mit dem, was wir uns vorgenommen haben, weil viele Themen noch nicht ausreichend bearbeitet werden konnten oder gar nicht bearbeitet worden sind. Und darum haben wir uns verständigt mit der CDU-CSU, dass wir uns am kommenden Dienstag erneut treffen zu einer zweiten Sondierungsrunde, um die Punkte nochmal durchzugehen, zu denen wir nicht gekommen sind. In der Tat, es war ein sehr sachliches Gespräch. Man kennt sich ja. Es war ein Gespräch mit zwei Parteien, mit der CDU und mit der CSU. Da war es auch sehr bayerisch. Ich kenne mich da ja aus. Wir haben einige Themen angesprochen und haben wirklich sehr intensiv miteinander geredet. Aber wir haben sie natürlich noch nicht zu Ende diskutiert. Wir haben Europa intensiv befasst. Wir haben intensiv über die Energiewende geredet, der internationale Klimaschutz, da sind wir noch gar nicht dazugekommen. In diesem Zusammenhang sind wir auch noch nicht zum großen und für uns wichtigen Thema Massentierhaltung, Landwirtschaft, Entwicklung ländlicher Raum gekommen. Wir haben angesprochen oder begonnen, angerissen, maximal angerissen, das Thema offene Gesellschaft, was wir unter einer humanen Flüchtlingspolitik verstehen, was wir unter der Gestaltung des Einwanderungslandes Bundesrepublik Deutschland und einer notwendigen Einwanderungsregelung verstehen, was wir unter Bürgerrechten in Internetzeiten verstehen, was wir unter gleichen Rechten verstehen, gleiche Rechte wie zum Beispiel das uneingeschränkte Eheschließungsrecht. Das ist andiskutiert worden. Andiskutiert worden ist auch die Frage, wie sehen Finanzen aus, wie sieht die Finanzpolitik aus, wie schaffen wir es,
das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben, Schulden abzubauen, gleichzeitig in Zukunft zu investieren und in die Infrastruktur zu investieren. Aber das ist wirklich nur angerissen worden.